So, jetzt haben wir schon ganz schnell die Aufgabe Tanz im Verlauf eines Matches bei verschiedenen Teleskopen. Heißt, ihr müsst innerhalb von einer Runde bei zwei Teleskopen zu zwei Teleskopen hingehen und bei denen dann halt tanzen. Wir machen das bei Dusty Depot und bei Shifty Shafts. Das Ganze machen wir in Gruppenkeile, weil da hat man eigentlich seine Ruhe. Man kann jederzeit nochmal hingehen. Die zwei Punkte sind ziemlich zentral, sage ich jetzt mal, von der Mitte aus gesehen. Von daher geht's eigentlich. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist und ich dir schon öfters helfen konnte, lass doch gerne ein Abo da. Würde mich halt freuen und alle anderen natürlich auch, weil wenn wir 280 Abonnenten haben zum Beispiel, kommen unten noch die zweite Zahl hinzu. Und eventuell bist du ja dann der Dritte, der den dritten Paysafe-Code dann knackt. Und wenn du wissen willst, wie das mit dem Paysafe-Code funktioniert, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und dann auch erkläre, wie man den Code knacken kann bzw. ihn nutzen kann. So, wir müssen hierhin und wir müssen dahin. Die zwei Punkte. Also ganz easy. Wir holen aber erst den bei Dusty Depot, also hier, und von da aus gehen wir dann hier rüber. Aber wir sehen einfach, wo die Zone endet, beziehungsweise wo die Zone allgemein ist, aber den ersten Punkt kriegen wir safe geholt. Außer steht einer und wartet schon mit irgendeiner Waffe auf uns. Aber wir müssen ja eigentlich nur auf den Berg und dann direkt wieder da weg. Weil da landet man eigentlich nur, wenn man die Aufgabe gemacht hat. Ansonsten gibt es keinen Grund, da oben zu landen. Das war aber ein Fortnite-Lag, nicht von mir. So, Teleskop Nummer 1. Also, wo ist die Zone? Oh, sterben darf ich schon mal definitiv nicht. Wundert euch nicht, ich versuche halt direkt darüber zu kommen, aber ich glaube, das wird nichts. Aber also, wo baue ich mich eigentlich hier hin? Da müssen wir hin. Na, hätte ich mich direkt richtig gebaut, hätte es glaube ich auch safe funktioniert. Aber der zweite Punkt ist ja bei uns auf der Seite, von daher geht das eigentlich recht gut. Jetzt hoffe ich schon, dass keiner die Zeitaufgabe gemacht hat oder von den Gegnern keiner da ist, weil ich habe keine Waffe, nichts. Ich habe nur mich und meine Spitzhacke. So, wie gesagt, wir müssen hier hoch, aber ja, Gott meint es gut mit uns. Gerade wenn ich irgendwas hab. Hallo. Bitte, das Hoverboard ist runtergerutscht. Ist es runtergerutscht? Ist es runtergerutscht? Nein. Alter. Fahren wir nämlich gerade schnell auf den Berg. Zack, zack, zack. Bleib doch da oben. So, Teleskop Nummer 2 und Aufgabe geschafft. Wie gesagt, ich werde es euch über noch im Thumbnail zeigen. So, ihr müsst einmal dahin und halt hier hin. Ich würde halt die zwei Punkte nehmen. Der dritte ist ja hier unten. Da ist der. Aber der ist halt zu weit weg. So, das war das. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, was die Aufgaben an sich betrifft, einfach schreibt es in die Kommentare. Entweder bekommt ihr Hilfe von anderen,
Oder halt, wenn ich es lese, werde ich euch natürlich helfen. Wenn ich hier damit helfen konnte, wie gesagt, gerne mal ein Abo dalassen. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Und da würde ich sagen, sind wir eigentlich hier mit der Aufgabe durch. Können wir eigentlich auch hier rausgehen. Gerade mal gucken, ob es auch gezählt hat. Und ihr wisst, der Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. Bam, bam, bam. Weil ich werde die Aufgaben jetzt doch wieder ein bisschen kürzer machen, weil das nimmt einfach so viel Zeit in Anspruch, wenn ich die Runden wirklich zu Ende spiele. Ihr seht, wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr habt es jetzt auch geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.